Hey Süße, kannst du mal herkommen? Ich suche den Weg zum Bahnhof. Kannst du mir mal zeigen, wo es lang geht? Nein. Weißt du, wo der Bahnhof ist? Ja. Ich hätte auch was Süßes für dich, wenn du mitfährst. Wäre kein Thema. Nein. Kommst du mit rein? Nein. Komm, du willst mir doch zeigen, wo es lang geht, oder? Nein. Komm, jetzt steig ein. Ey. Szenen aus einem Gewaltpräventionskurs des Vereins für Schulen in Zeitz und Umgebung. Was mache ich zum Beispiel, wenn mich jemand ein Handgelenk greift? Hab ich vorhin gesehen. Oder was mache ich, wenn mich jemand von vorne gegen eine Wand drückt? Dass die Kinder einfach mal so ein paar Handlungskonzepte kennenlernen, was man da machen kann. Und da sind die unheimlich stolz drauf. Eine schlagkräftige junge Truppe, über 250 Mitglieder, drei Viertel davon Kinder. Mit seinen Selbstverteidigungsprogrammen lockt der Jiu-Jitsu-Verein Zeitz den Nachwuchs zweimal pro Woche in die Trainingshalle. Die Angebote sorgen für Begeisterung bei klein und groß. Er war sonst nicht ausgepowert. So Selbstverteidigung kann nie schlecht sein. Sie soll sich mal verteidigen können. Die Gemeinschaft in der Gruppe ist sehr schön. Er hat auch viele dann in der Schule kennengelernt. Ne? Und er freut sich immer wieder, gern herzukommen. Zeitz, die Kleinstadt am Südrand Sachsen-Anhalts, hat viele Gesichter. Die Kampfsportgemeinschaft ist ein attraktiver Anziehungspunkt. Einige Kinder kommen auch aus Syrien, Tschechien oder Bangladesch. Neben Kampfsport wird bei Vereinsausflügen ein tolerantes Weltbild geschult. Es wird sehr stark angenommen, wenn ich ans Jüdische Museum denke. Da haben wir natürlich auch noch einen Gang nach Berlin gemacht, Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie. Der Verein ist sportlich weit über die Grenzen des Bundeslands erfolgreich, hat sogar einen Juniorenweltmeister in seinen Reihen. Ein Imagevideo auf der Vereins-Homepage preist die Vielfalt der sportlichen Ausbildung. Die Trainingsstätte selbst ist ein Schmuckkästchen. Diese Hallen sind saniert worden im Zuge der Landesgartenschau. Man suchte Nachnutzung und wir waren diejenigen, die ein tragfähiges Konzept vorgelegt haben und sind nach 10 Jahren immer noch hier. Kampfsportler sorgen für Volltreffer in Zeitz.